Willkommen zurück hier bei Super Mario Galaxy in der 3D All-Stars Collection auf der Nintendo Switch. Ich muss mir irgendeinen besseren Titel überlegen, weil das geht definitiv zu lang, das Intro. Im letzten Part haben wir Spaß mit Kometen gehabt, mehr oder minder. Das Badezimmer angefangen zu erkunden und schon mal diesen Luma hier gefüttert und ich würde sagen, mit dem fangen wir auch gleich an. Zum Kokong Asteroiden Galaxie. Bisschen zu hoch. Und die Kokongs kennen wir schon aus dem letzten Part beim Kampf gegen die Spinne und ich denke mal, genau damit wird es jetzt losgehen. Ich fliege mit Klebekokons, genau. Sieht minimal aufwendig aus. Ich liebe es auch schon, dass ich das alles vorab einsammeln kann, wenn ich noch im Anflug bin. Das Leben brauche ich mir eigentlich nicht holen. Schön dieselbe abgewartet. Und voll daneben. Vielleicht sollte ich doch das Leben einsammeln. Wie schade. Erstes Mal, dass wir onscreen gestorben sind, kann das sein? Jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht ungeduldig werde eben. Das könnte eine Weile dauern, Leute, sorry. Weil mir jetzt mir dann auch noch andauernd die Fokussierung zu haut. Damn it, der war dämlich. Ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung, wo immer mein Zeiger auf einmal hin ist. Vor allem im Prinzip ist das Level ja wirklich nicht schwer, es ist einfach nur nervig. Und jetzt bin ich ja sogar die Klebekokons los, hier kann nicht mehr viel passieren, glaube ich. Also ich kann mich ja immer noch retten. Und das ist dieses drüber hinausschießen, was ich meinte. Okay, spannend. Gib mir natürlich so eine ungefähre Richtung vor, das hilft schon mal ungemein. Man kriegt eben durch die ganzen Sternteile echt gut Leben wieder rein. Und das ist der letzte auch schon. Geht doch. Aber nicht ohne, muss ich tatsächlich sagen. Aber geschafft ist geschafft. Ein bisschen Platscher, wenn ich die ganze Zeit mit dem Controller rumfuchtel. Und die Galaxie ist komplett mit einer Münze, geil. Nämlich echt die ganze Zeit, wo mein Zeiger mal wieder hin ist. Stimmt, gibt es irgendeinen Kometen gerade? Nee, aber es gibt vier neue Galaxien, einfach mal dreist. Also das war nur der Brieftod mit wieder One-Ups. Ja, die brauche ich nicht wirklich. Geh darauf, Mario, ey. Alter.
Dann machen wir doch erstmal die beiden kleinen. Bam Bam Ban Galaxy. Okay. Why not? Renn und musizier. Ich glaube, ich weiß, welches Level das ist. Das ist eigentlich ganz lustig. Ich liebe auch, dass Toads einfach irgendwo rumstehen. Natürlich bin ich jetzt paranoid und hole mir das Leben dort. Was ohne Probleme geht. Aber sonst nichts zu tun. Und jetzt müssen wir musizieren, das heißt die Noten einsammeln. Also eine richtig schöne Melodie entsteht dadurch nicht, oder? Und irgendwie haben wir auch nur einen Bruchteil davon jetzt abgemacht. Was eigentlich ganz lustig ist, wir können uns jetzt bemühen, jedes einzelne von den Feldern kaputt zu machen. Weil das ist der Running Gag, jetzt ersetzt er der Stern das schwarze Loch und tatsächlich werden wir jetzt von dem angezogen. Das heißt, wir können gar nicht mehr entkommen. Wir müssen diesen Stern einsammeln, ob wir nun wollen oder nicht. Aber ich will nicht! Ich gebe schon auf. Bisschen Spaß muss am Rande sein, Leute. Die Level sind teilweise echt kurzweilig, habe ich das Gefühl. Dann gucken wir uns mal die andere kleine Galaxie an. Und da die Basis haben wir auch schon längst aufgedeckt. Oh, Testball. Es gibt genau 3 Testlevel, weil es von denen dann auch noch richtige Varianten gibt. Wundersame Reise des Sternballs. Yay. Ah, die Testdinger gehen immer noch. Das sind eben die Übungsstrecken. Die sind alle bewegungsgesteuert übrigens. Die Musik ist ja auch gar nicht beunruhigend. Ab auf den Ball. Hey, hey, wenn du auf den Sternball steigen willst, dann hör kurz nur, was Schildhilfe zu dir sagen hat. Also, spring auf den Sternball. War ich gerade dabei. Gut, dann halt den Controller jetzt wie unten rechts gezeigt aufrecht. Ja, das ist die grundlegende Haltung. Aus dieser Grundhaltung neige den Controller, um den Sternball rollen zu lassen und ihn zu bewegen. Ihr seht doch schon, wie ich jetzt noch rumtanze. Und mit B springst du. Wenn jemand im Weg ist, überroll ihn einfach. Klar? Nun, Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Probier mal bis zum Ziel zu rollen. Wenn du stirbst, ist mir doch wurscht. Und das Ding kann eben echt gut Geschwindigkeit aufbringen. Ja, wir können Gegner zwar überrollen, aber das bringt uns natürlich auch ein bisschen aus der Bewegung raus. Mann, geh doch mal da rein, Mario. Dass ich mal wieder zwischendurch zu drehen muss, macht mich ein bisschen nervös. Und gerade der Goomba hier, der ist echt fies. Das ist ihm sehr markant, dass je schneller wir rollen, umso schneller die Musik ist, was einen nur noch umso nervöser macht. Oh, der hatte mich gerade richtig rausgehauen. Na, kommt her. Ich stampf euch platt. Und da sind mir gerade gefühlt die schmalsten Wege raus. Und da habt ihr schon gesehen, also auch Gefälle ist nicht das Beste. Ich lasse das jetzt auf. Wir müssen ja kein unnötiges Risiko eingehen, vor allem wenn wir damit das Ziel erreicht haben. Wie gesagt, Teststrecke. Wie ich erstmal wegspringe. Na gut, da haben wir auch die beiden kleinen Galaxien abgeschlossen. Auch die Galaxie müsste jetzt komplett sein. Jo.
9 Münzen. Aber immer wieder ist meine Fokussierung weg, ich verstehe es nicht. Dann gucken wir jetzt mal die nächste große Galaxie an, und zwar Kampffelsengalaxie. Let's go. Und wir starten mit der Riesenfestung aufgetaucht. Das ist wirklich eine Riesenfestung und da haben wir schon ein Sternchen. Keine Ahnung, was das genau bringt. Ich meine, ich irre, gibt es auch in diesem Spiel keine 100 Münzsterne. Dementsprechend müssen wir auch nicht 100 Münzen irgendwo mal sammeln. Die Münzen sind eigentlich nur zum Heilen da, glaube ich. Jetzt bin ich ja wirklich fast verleitet zu gucken, ob ich da nicht aus so rankomme. Nee, komme ich nicht. Danke fürs Trampolin. Und mit dem Wirbler können wir natürlich auch Schrauben reindrehen, zumindest in der Theorie. Im Moment passiert nicht wirklich viel. Hier müssen wir nicht jetzt an die Unterseite laufen, um rüberzukommen. Okay, und das sollte ich auch tun. Aber ihr seht, man überlebt auch so irgendwie. Da denke ich, kann ich rüberspringen, aber muss es ja nicht riskieren. Hier muss ich tatsächlich rüberhüpfen. Und hüpf. Wie gesagt, sonderlich bedrohlich ist es hier gerade nicht. Klar, ich nehme gerade ordentlich Schaden, aber einfach nur, weil ich im Rumblödeln bin. Irgendwie hat gerade mein Drehsprung nicht geklappt, warum das nicht? Ja, egal, jetzt sind wir wieder geheilt. Und auch das Spiel kennen wir schon. Kugelbild ist, die wir durch die Gegend leiten müssen. Genau, komm hoch, sehr schön. Oh, und du bist voll in den Boden rein. Guck mal. Oh Mann, wie blöd bist du denn, Kugelwilli? Kannst du mich wenigstens hier mal orten? Danke. Geht doch. Das wäre fast schon kompliziert. Weiteren Stern erhalten. Das ist, glaube ich, schon der vierte in diesem Part, kann es sein? Mann, bin ich heute schnell. Wie gesagt, das Spiel ist relativ kurzweilig, habe ich das Gefühl. Bin mal gespannt, wenn wir eine neue Kuppel aufmachen und dort schon alles freigeschaltet ist, weil wir so viele Sterne vorher sammeln. Wird wahrscheinlich sehr bald kommen. Schleich dich in die Riesenfestung. Taps, taps, taps. Da scheint ein Eingang zu sein. Dann gibt's halt Spaß mit Bomben. Und auch die werfen wir natürlich durch Bewegen. Schütteln vom Joy-Con, ich zeige euch das einmal. Also ich laufe schön runter und werf. Als ob der nicht gereicht hat, was ist denn das für ein Müll? Das war irgendwie ein sehr komischer Fall. Egal.
Ich muss jetzt nicht jedes einzelne Sternteil sammeln, Leute. Ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest, wirklich. Und hier sehen wir auch schon wieder einen weiteren versteckten Stern. Wie viel willst du denn haben, Kleine? Ich kenne Sternteile, ich will Sternteile essen. Ja, ganz viele. Lala, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. 30. Okay, ich hätte vielleicht doch das öffnen müssen, aber theoretisch gibt es auch noch einen anderen Weg. Glaube ich zumindestens. Hier versteckt sich nämlich ein Superstern. Und die Dinger spucken auch tonnenweise Sternteile aus, wenn man sie besiegt. Wenn ich auf irgendwas Gutes passiert, wenn ich alle besiege. Auf jeden Fall locker genügend Sternteile gesammelt. Das war's, voll! Loslegen, Verwandlung! Und ein neuer Planet wurde geboren. Leider weiß ich genau, was mich hier erwartet, und darauf habe ich sogar keinen Bock. Das ist eine Sackgasse, du bist eine Mülldeponie. Aber wer jemand hat dir milchbrennbaren Müll geworfen? Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du ihn sauber. Na klar. Oh, danke, danke. Ja, natürlich müssen wir das auf Zeit machen, weil warum nicht? Ich vermisse ein bisschen von Skyward Sword, die Zielmarkierung, wohin ich werfe gerade. Ich glaube, theoretisch kann man irgendwie Kettenreaktion versuchen auszulösen. Bei dem Level ist es, glaube ich, echt nicht notwendig, obwohl die Dinge gerne schneller explodieren können. Na komm, komm, komm! Alter, war das knapp. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist es schön, sauber. Ah, übrigens, ich habe das hier gefunden. Nimm es bitte. Ey, war das knapp am Ende. Warum? Einfach nur warum? Egal, geschafft ist geschafft. Und weg war wieder die Markierung. Dann jetzt zum eigentlichen Stern in der Kampffelsengalaxie. War eigentlich nur der Bonusstern, ein kleines Intermezzo. Ich war mal so freundlich, bin hab übersprungen. Hier hat gerade mein Controller vibriert, in der linken Hand aus. Keine Ahnung warum. Irgendwann hatte ich mir auf dem Schirm, dass man hier einen Gourmet-Luma hat. Halt einfach nur vorhin durch Spaß die Dinger kaputt gemacht. Wie gesagt, hätte man auch gar nicht ja eigentlich gebraucht. Ah, denke, hier ist das für dich. Vermandelung! Bin jetzt ein kleiner Wurfstern. Oder Sternring heißt es ja formal. Und da haben wir wieder so einen Maxi-Pilz. Geil los. Wie
ich mir natürlich holen, vor allem ich hätte schon extra Schaden dafür genommen auf dem Weg. Ups, da unten noch ist. Oh, come on. So ein riesen Wenderradius, Mario, manchmal. Dann lösen wir mal diesen unglaublich unauffälligen Schalter aus. Ich versuch's zumindestens. Oh, come on, lass mich doch mal los, Junge. Ey, was ist denn hier los gerade? Ich kann irgendwie komplett zu blöd. Oh toll, und das nur für Sternteile. Ich habe erstmal noch einen reingezwirbelt. Ah, das ärgert mich ja gerade richtig. Ich will nicht noch mehr Sternteile, Schnauze voll davon. Immer so zum Heilen und dann ist gut. Und da ist ein Luma gefangen. Das gefällt uns natürlich gar nicht. Nimm doch mal hoch, Mario. Ja, manchmal stellt sich Mario echt dann wie der erste Klempner. Egal. Kanone ist frei. Dann schießen wir den Luma mal Stück für Stück frei. Ich glaube, ich könnte auch werfen, indem ich einfach so wirbel. Kann ich mal ausprobieren. Ja, gleiche Bewegung. Und frei ist unser Lumerchen. Nur gleich ohne Kommentar zum Ständer, den ich auch gleich nehmen will. Kaputt ist die Riesenfestung. Kann ich bitte nicht die Bombe dabei verlieren, Mario, ey. Wenn ich schon das Leben freispringe, dann nehme ich es auch mit. Oh Mann. Weg damit. Frei ist die Kanone. Warum ist das gerade so knechtig teilweise? Zielen und Feuer frei. Und ja, ich darf mich über den guten Schuss freuen. Gönnt es mir. Dann gucken wir uns mal noch den dritten Stern in der Kampffelsengalaxie an. Ich bin überrascht, dass da noch gar kein Komet im Anflug ist gerade. Die Bedrohung. Stimmt, darüber muss ich jedes Mal lachen bei dem Level, aber wirklich jedes einzelne Mal. Ich finde cool, das ist irgendwie immer der gleiche Ausgangspunkt. Mann, ich wollte einen Weitsprung machen, Mario. Der auch nicht reicht. Obwohl die Flugkurven teilweise echt interessant sind. Also, da kann ich schon direkt weiter. Gott, ey, ich werde sehr krank bei den Kurven, die wir teilweise fliegen. Jetzt kommt das ganze Gimmick von dem Level. Diese kleinen Drehkerle können wir besiegen, indem wir sie in Elektro schießen. Vorher hole ich mir hier noch den Maxi-Pilz. Na Kleiner, du bist happy, dass ich dich gerettet habe, ich weiß.
Vielen Dank! Eine Abkürzung, Verwandlung! Das ist keine Abkürzung, wenn es der einzige Weg ist, den ich nehmen kann, Junge. Kurz betäuben und platt. Ich wollte eigentlich noch die anderen offenen spielen. Aber dann eben nicht. Und der hier kann man hart abkürzen. Ich habe euch schon einmal gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe abzukürzen, werde ich abkürzen. Oh, der Boden da drunter sieht aber echt nicht gut aus. Da komme ich da auch so hin, oder? Tatsächlich nicht. Ja, vielleicht mit dem Wandsprung. Naja, jetzt ist es zu spät zum Ausprobieren. Warum hat der einen Stern aufgedruckt? Ups. Natürlich ins Elektro rein. Geht doch. So komplex ist es eben echt nicht mit denen. Mich hat bloß eben kurz einmal der Trackwechsel irritiert und was geht hier ab? Jetzt kommen wir zum Boss. Die Kleinen waren ja nur zur Aufwärmung da. So, große Überlegung, wie könnte man den besiegen? Raufhüpfen, ab in die Elektro rein. Come on, als ob der mich getroffen hat. Da oben ist übrigens noch ein Gourmet-Luma. Bei dem kann man sich auch nochmal einen Maxi-Pilz und einen One-Up holen, wenn man will, aber nicht wirklich notwendig, würde ich sagen. Ich nehme jetzt lieber den Stern für die Heilung. Jetzt will ich noch zwei Sachen kurz nachgucken. Immer will ich gucken, wie wir Post bekommen haben, weil ich erwarte einen bestimmten Brief tatsächlich jetzt. Hier ist ein Brief von Peach. Da sind 5 Abpilze dabei. Willst du die? Ja, nehme ich. Oh, selbst in Gefangenschaft. Also dann... Mario, ich bin der Briefträger. Okay, also den Brief gibt es noch nicht, den ich erwartet habe. Kommt vielleicht auch später. Und auch ein Schabernack-Komet versteckt sich leider gerade nicht. Na, 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 wenn du etwas über die Schnabelknödel fressen willst, frag mich einfach... Soll ich dir etwas über sie sagen oder sie bewegen? Beweg sie bitte mal. Na, willst du wirklich woanders schicken? Für 20 mache ich das. Ja, klar. Na, lecker. Vielleicht können wir dann jetzt noch bei der Kampffelsengalaxie den Scherberner Kometen abschließen. Erzieht euch doch! Ja, tatsächlich ist er aufgetaucht. Und alles gut. Wenn du nochmal Hilfe brauchst, sag Bescheid. Dann würde ich sagen, man will dir noch kurz, und dann war der Part mega erfolgreich. Ich glaube, wir haben irgendwie 8 Sterne oder so gesammelt in einem Part. Aber wie gesagt, die Level sind kurzweiliger. Wenn ich das mit Sunshine vergleiche... Also klar, da gab es auch kurze Level, aber... Risikokomet. Jetzt muss ich mich aber wirklich ein bisschen konzentrieren. Darf nicht so viel rumalbern. Im Anflug auf Risikokomet. Die Bedrohung. Risikokomet-Variante. Das heißt, wir haben nur ein Leben und dürfen keinen Schaden nehmen. Und einen Schaden haben wir leider gerade bei dem Bosskampf genommen.
schon hier bei den Hindernissen los? Ihr merkt, ich bin gleich viel anders und vorsichtiger beim Spielen. Okay, ein Treffer ist schon mal erledigt, sehr schön. Ah, der rennt gerade gefühlt eher von mir weg als das andere, oder? Das ist eine richtige Bedrohung, sehe ich da jetzt auch nicht drin. Ja, das war der zweite Treffer. Jetzt darf ich hier nur noch den Stern einsammeln und dann war's das. Bisschen Nervenkiss, aber hat der gepasst. Wie gesagt, mega erfolgreicher Part, finde ich. Dann können wir in Ruhe nämlich im nächsten Part hier im Badezimmer die Festung des Bösen uns angucken. Einnehmen am besten und dann die neue Kuppel freischalten. Klingt doch nach einem Plan. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.